So, meine Lieben, neue Runde, neues Glück. Ja, Bieswarm, Simulator. Ich muss mal die anderen fix ziehen. Ach, ihr kennt das ja. Am Anfang ist immer ein bisschen chaotisch. Nummer 1. User was moved to your channel. Und User was moved Nummer to your 2. Channel. Ich habe keine Ahnung, ob ihr euch jetzt noch verabschiedet habt oder nicht. Ja. So. Ich habe euch jetzt einfach mal runtergezogen. Huch. Ja. Hallo. Tag. Tag. Unglaublich. Ich bin immer nur runtergezogen. Unverhofft. Wo denn? Kleefeld, Stachel, Kleefeld. Ich habe nichts angezeigt bekommen, es kam kein Ton. Ja, weil ich noch nicht draufgegangen bin, das ist meistens immer so ein kleines Fick-Team. Danke, nicht so da drüber laufen. Okay, wir steigen direkt ein. Stachel, okay, Stachel. Ah, jetzt habe ich einen Ton, alles klar. Was, ich habe doch nichts gemacht. Die Bienen haben. Also. Ja, das hat Nina neulich schon festgestellt, dass... Alter, was ein Bienenschwarm. Hier geht's ab. Weiß ich die andere Biene gar nicht mehr. Voll der Stiefel. Also hier geht's eigentlich darum, eine fiese Biene kaputt zu machen, aber die ist da irgendwo in dem Gewimmel. Ja! Oder in der Mitte sieht man sie ein bisschen. Ja, gut. Das war's schon. Was hat's, Gäbe? Ein Stingel. Gut, also, kurze Erklärrunde, ja gut, die Letzten, die es gesehen haben vom ersten Stream, die haben eigentlich nichts kapiert. Ja, Ikes bester Kommentar war, was hat er nochmal geschrieben, fand er ziemlich geil, Chelet L'Oreal. Ja, Relais, es war eigentlich Relais, genau, aber Chelet geht auch, Chelet L'Oreal und... Wir haben noch ganz andere Versprecher. Ich glaube, so mit der Zeit verliert man hier sämtliche Sprachkenntnisse. Wir entwickeln eine neue Sprache, so rum. Aber da ist auch ein Spross, habt ihr den gesehen? Da fliege ich jetzt mal hin. Ach, da ist es schon, fleißig ja, genau. Dabei hier. Ja, guck sie dir an. Oh, hätte ich noch ein bisschen weiter runterkloppen können. Ich hätte dann auch so vorbeigeschaut. Doch. Wo ist denn der Güni-Schwimmer? Also ich bleib jetzt erstmal ein bisschen rausgesucht. Erstmal. Aber ich muss dann wieder reinzoomen, weil diese Fernab-Ansicht, das ist nicht so meins hier in dem Spiel. Ich muss es direkt vor der Nase haben. Ei! Wen haben wir dann da? Den Steven! Schön, dass du da bist! Aha. Ei, guten Abend! Ach, Steven, schön, dass du da bist. Da fällt mir ein, du glaubst nicht, mit wem ich gestern gesprochen habe. Barack Obama. Derjenige hat sogar nach dir gefragt, wie es dir geht, was du machst. Ja, jetzt kannst du mal überlegen, wer da gewesen ist. Bin mal gespannt, ob du drauf kommst. Ja. Nee, das ist zu deiner Frage, was das ist. Das ist Bienenschwarm Simulator, also Bee Swarm Simulator. Und wir sammeln hier Blümchen und Pollen und müssen gegen diverse kleine Viecher kämpfen. Also das Schlimmste aller Schlimmsten, das sind die Marienkäfer. Geil. Die Marienkäfer, die sind echt, also das sind die ganz üblen. Die sind echt übel. Warte mal, ich gehe mal zum Marienkäfer. Mal gucken, ob einer kommt hier. Hallo, mein Freund. Hallo. Was ein Imker. Oh, da war er schon kaputt. Und ja, was ein Imker so macht, ne? Und dementsprechend gibt es hier Tokens, die du einsammeln musst. Die natürlich auch irgendwelche, Effekte haben, danke Günni. Und hier neben siehst du die grüne Liste, das ist meine Missionenliste. Da musst du dann bei verschiedenen Bären. Nee, nicht mit der Frau Angela Merkel, das glaube ich nicht. Nee, die Person war im TS.
eine männliche Person. Und... ach, wie soll ich denn dir da einen Tipp geben, wer es sein könnte? Ich sag mal so. Wenn der nicht so lange da war, hast du gemeint? Ja, ja, der war schon sehr lange nicht mehr da. Sehr lange. Aber ich muss sagen, der Steven und die Person und ich und halt noch ein paar andere, das gab schon ziemlich geile LS-Zeit immer so. Ich sag mal so, ich gebe dir einen Tipp, Steven. Das, ich habe immer gesagt, mein kleiner Andreas Gabayé. Vielleicht kommst du jetzt drauf. Mal gucken, ich finde gespannt. Ah ja, so klein ist er eigentlich gar nicht mehr. Nee, der Mike war es nicht. Also, was? Nee, der Mike, nee. Ist wirklich einer, der schon ewig nicht mehr da war. denke mal an Andreas Gabayin. Vielleicht fällt das jetzt in. Also das war ja schon mehr als dicker Hinweis eigentlich. Dicker, fetter Hinweis. Ja. Warum ist denn hier eigentlich mein Honigbalken so ewig lang verbunden gewesen beim Weglaufen? Ich hab eine Talentmusik-Diene bekommen. Sehr geil. Cool. Obwohl ich nur Gelee Royal benutzt hab, lol. Ja, manchmal hat man Glück. Aber das hast du ja sowieso. Siehe, lol. Küssen aufmachen. Ja, kannst ja direkt wegmachen, ne? Das ist jetzt eine Talentmusik. Ah, jetzt ist sie natürlich mehr wert. Ja. Der Benny? Nein, auch nicht der Benny. Erinnere dich mal an die Geschichte. Ich erzähle dir jetzt mal was, Steven. Erzähl, also pass auf. Es gab doch mal die Story, dass jemand dahin fahren wollte und dem das Mofa holen wollte. Weil der, ich weiß nicht, von seinem Opa doch so altes Mofa gekriegt hat oder irgendwie. Und da hat die andere Person gesagt, oh, kein Problem, aber fahr ich da hin und dann nehme ich das mit. Und derjenige, ja, genau. Ja, du hast recht, Lukas. Brauch ich gar nicht weiter zu erzählen, wa? Ja, ja, Lukas war gestern, der war auch letzte Woche schon mal kurz da wohl. Da habe ich ihn aber nicht gesprochen, da habe ich auch nicht gewusst jetzt auf der erste Schein, wer es ist. Aber ja, der hat gestern nach dir gefragt, wie es dir geht, und was wer du machst. Die da Inge. Ja, da hat er ja nichts gesagt. Ja, stimmt, der hat mir nicht gesagt, wer es war. Richtig. Ah. Ja. So ist das. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich wirklich die 10 Millionen hier ohne Boost. Nee! Ja, der Ticker, der sitzt da. Auch Aufmerksamkeit. Was hab ich denn noch? Erdbeeren könnte ich schon mal sammeln. Ich gehe jetzt erstmal beim Haku, beim Roten hier Bus ziehen. Vielleicht habe ich ja Glück auf die Erdbeeren. Nein, natürlich Mushrooms. Geht doch kacken, ey. Nö, lass mal, Nico. Naja. Ah ja. Das heißt, leck mich am Arsch. So. Wann hat Jenny jetzt irgendwas gesagt? Wann sie kommt ungefähr? Die war, wo sie mich angerufen hat, noch am Laufen. Und sie wollte dann eigentlich, wenn sie zu Hause ist, dazu stoßen. Ja, ich denke mal, die geht wahrscheinlich noch duschen, wenn sie laufen war. Das kann vielleicht sein, ja. Also spazieren. Sie war halt. So. Ja, spazieren ein bisschen schneller. Also Nordic Walking, so zwischen Spazieren und Nordic Walking, glaube ich. Sticks und so, ich weiß nicht, ob sie Stöcke. Nee, ich glaube nicht, dass sie Stöcke dabei hatte. Was sind das für Reaktionen hat dann? Mehr schreibt er nicht. Also. Unglaublich. Stinkstiefel. Steven ist auch am Start, oder was? Das sind alles nur noch Stinkstiefel hier unterwegs. Ja. Aber ich habe ja gesagt, hier die Tage schon, du musst hier mal Beeswarm zulege, das kostet nichts auf Roblox. Roblox. Kürbis, das trifft sich. Ich brauche noch Kürbis. Der Pumpkin Patch. Kürbis. Ich brauche noch ungefähr 50 Millionen. Naja, auf Pumpkin.
Da ist mein Werwolf. Da ist mein Werwolf. Geh von mir. Geh weiche von da mir. Da ist mein Werwolf, aber geh von mir. Ja, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Auch den, aber geh von mir. Geh weg. Ich will dich, aber geh weg. Ja, das ist so. Jedes TV-Drama mit Romanzen. Ich will dich, aber geh weg. Ja. Jetzt wird auch so eine Love-Story zwischen dir und dem Werwolf. Never ending story wird das, ja. Ey, da ist eine Küke. Hallo, hallo, Küke. Ach, komm schon. Ja, Hostage schick. In die dunkle Höhle. Nee, bestimmt nicht. Bestimmt nicht, nee. Aber Polarbär ist fertig. Jetzt gebe ich die mal ab. Ich gebe mal meine Quest ab. Mach das. Ay, gute. Polarbär. Der Hack, Polarbär. Hack, Brutzel, ein Klecks Honig, Köchel, Köchel. Oh, ich lese das schon gar nicht mehr, was da steht. Was hat er dann jetzt für mich? Bist du hungrig? Nö, aber ich will deine Quest. Gib mir die Quest, gib mir die Quest. 160.000 Mushrooms. Oh, da habe ich ja einen Boost. Defeat 3 Spinnen. Okay, also machen wir erstmal die Spinnen. Mushrooms? Nee, nichts Mushrooms. Weg da. Nee, ich muss da mal vorbei. Nee. Ich hab da Boost laufen. Runter vom Rasen. Ich bin doch gar nicht da. Warum verwandeln sich meine ganzen Gegner momentan in Küken? Oder das Küken ist hinüber. Regen ist so. Das Küken ist hinüber. Rohspaghetti schreibt Steven. Was? Rohspaghetti? Was? Was mit Spaghetti wo? Warte mal, ich muss gerade mal den Stream nochmal teilen. 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 Ganz wichtig, ne? Doch, was ganz wichtig ist. Aniga! Gandemi! Nein! Fight me! Das ist auch wichtig. Ja, bei Nina wird's nix. Okay. Da habe ich geschrieben jetzt, oder schreibt ihr das ein Schlimmes? Vielleicht mag sie. Vielleicht. Fleisch. Fleischwurst. Gänsefleisch. Fängt so. Da muss ich gerade mal wieder zurück um meinen Chat. Alle denken nur ans Essen. Na, Marcel schreibt. Hi Marcel, schön, dass du da bist. Wo denken wir alle nur ans Essen? Ach ja. Verstehe ich auch nicht. So, eine Spinne habe ich. Jetzt gehe ich nochmal. Ach, guten Tag, Jeanette. Ei, was machst du denn da hier ohne? Was ist denn hier los? Geh weg. Geh weg. Du bist schneller als ich, du hast. Ja, ich brauche nur 160.000. Ich kann es ja wohl mal abzwacken. Doch, außerdem habe ich hier Boost. Tschüss. Wie viele Millionen brauchst du denn? Ja, ich bin fertig. Ich brauche 2 Millionen. Ich hab keinen Pollen voll. Ach, komm schon. Ach, so, das war noch Zeit, als man größere Kanister hatte. Ja. Was, gleich schläft sie wieder ein? Wer? Ja. Jeanette? Nein. Nein. Ich gähne nur. So, ich muss mal. Ja, genau, ich wollte gerade bei Jeanette abladen. Das ist jetzt der Vorführeffekt gewesen. Das sieht dir ähnlich. Nee, mein Honig. Ja. Mein Honig. Wo kommt der grüne Käfer her? Aus deiner Hose. Was? Günni hat grüne Käfer. Woher weißt du das? Geraten. Ich hab doch schon gesagt, ich rate gern. Ach so, raten. Wer hat dir denn geraten dazu, in Günnis Hose zu forschen nach grünen Käfern? Man muss ja mal nachfragen. Ich hatte eigentlich gehofft, ich muss meine Augenbrauen nicht festschrauben. Ich hab
Strauben hilft da nicht, Günni. So. Ja. Die Mushrooms habe ich komplett. Ja, ja, so ist das. Ich gehe jetzt ein bisschen Rambazamba auf den Pineapple. Nein, nicht Pineapple. Kürbis. Wenn die Nacht kommt, ja. Was musst du alle dann? Die Augen steif halten. Die Augen steif halten? Ja, das habe ich vorhin rausgebracht. Ich meine, halt die Augen steif mit Stacheln. Das ist ja, ja. Der Stachel, so. Der Stachelspecher und so weiter. Stachelspecher, Schnur. Panockel. Der Panockel war göttlich. Der war göttlich. Da gibt's ja mal nix. So, ich mache jetzt mal meine Questliste zu, damit ich hier alles sehe. Damit ihr alles seht, weil ich muss jetzt keine Quest. Oder waren da noch Quests? Ich glaube, da waren. Was soll ich denn das wissen, Junge? Pine Tree brauche ich auch noch. 28 Millionen. Ja, leck mich doch am Sack, Marie. Das ist der Pine Tree. Ameisen. Ich muss noch Ameisen. 10 Millionen? Was? 10 Wo kommt Millionen das? Wo das kommt denn das? Wo kommt denn das her? 10 Millionen brauche ich schon. Pumpkin. Kann hier mal so eine Gummisprout spawnen und so? Was willst du? Gummipuppe? Eine Gummisprout. In 3 Minuten kann ich noch mal Honig zünden. Gummisprout hätte ich auch nichts dagegen, weil da gibt's wieder Tropse. Mir fehlen noch 400. Ich werde jetzt mal hier auf mein Feld. Ja, das ist schon wieder scheiße. Hier sind so wenige rote und blaue. Aber vielleicht springen mir was durch Jelly Beans. Ich weiß es nicht. Hau ich jetzt mal raus. Ich weiß es nicht. Ach, was soll der Geist? So, Leute, es könnte jetzt ein bisschen wild. Oh, Jeanette, ich hab doch Boost auf dem Kürbisfeld. Ich sag der Kenner, dass du kommen musst. Doch, allein der Ton sagt das schon. Wo hast du sie gesetzt? Und es wird Nacht, du musst jetzt die Augen steif halten. Ja, und wo hast du sie gesetzt? Halt die Augen steif, dann siehst du sie. Ich sehe den Strahl. Ich sehe den. No! Wow, bei dir? Nein, bei Gunny. Bei Gunny. Nee, auf dem Kaktus. Ich hab sie aktiviert. Ah! Wow. Ja. Komm her, du Gapfi. Splat, Gandumi, Weidmi. Vicious Beak. Hier darf man nicht stehen bleiben, sonst gibt's Schaden. Oh, jetzt sind hier auch noch die Glühwürmchen. Was ist denn nicht noch alles? Aber warum ist die nicht auf Pumpkinfeld? Ihr steckt mich irgendwann noch an. Ich will das gar nicht. Ich merke aber schon. Merkst du schon? Ja, dass ich das auch teilweise schon sagen will, so komisch, aber ich will das eigentlich gar nicht, weil es blöd ist. Alter, gib dich einfach hin! Nein! Gönni, du bist bescheuert! Jetzt habe ich Schaden gekriegt wegen dir! Das muss alles in den Mixer! In den Mixer! So bescheuert! Wie viel gab's denn? 2 Stacheln, gell? Ja, 2 Stacheln. Wie viel hast du jetzt? 186. Oh, das wird doch. Ja. Wenn ich bedenke, ich hätte jetzt schon 200. Wenn ich bedenke, ich hätte schon 200. 211 hätte ich jetzt schon, aber man muss sich ja auch mal was gönnen können. Gönnen können. Ach nee, die Epic Sprout. Ach, leck mich doch am Arsch, Marie. Nee, ist alles okay. Ich komm mal da vorbeigeflogen. Nee. Aber warte mal, ich hab doch da unten bestimmt noch Honig abzuholen. Aber natürlich. Guck mal, ich komme sogar ganz schnell geflitzt. 5 Millionen waren das, gell? Der Günni hat anscheinend keinen Bock auf eine Epic Sprout. Günni, komm! Doch, ich bin schon unterwegs. Jetzt könnte es ein bisschen wild werden hier. Weil wenn man hier 10-fach Speed bekommt und ich muss auch gleich wieder fort, mein Lara ist voll. Oh, ich habe aber nur noch einen Konverter. So, apropos Lagerfeuer, ich mache nochmal eine Marshmallow-Biene. Den Konverter hebe ich mir nochmal auf, bis zum Schluss.
Naja, ich muss ranzoomen, das wird nicht. Also Marcel, falls du noch da bist, zu der Verständnis, was ich dir vorhin im TS gesagt habe, dass das beim Zugucken ein bisschen blöd wirkt. Es wirkt beim Zugucken ein bisschen blöd, weil man muss es wirklich selber gespielt haben, weil du aus dieser Perspektive, wie du siehst, hier so rein und raus scrollen kannst. Und wenn du dann halt so läufst, ist es für einen selber schon, man gewöhnt sich. Aber als Zuschauer, glaube ich, ist es ein bisschen verwirrend. Ich bin verwirrt. Ich wollte ja eigentlich so eine Gummi-Sprout, aber ich krieg ja nur hier so eine Epic-Sprout, weißt du? Ja. Ich kann oben auf dem Pumpkin noch einsetzen, dann mal gucken, was da dabei rumkommt. Wenn ich meinen Boost noch erleben darf heute, der läuft nämlich schon ab. Ich kann gleich wieder zurückgehen. Abgelaufen. Ja. Körbwäsche voll. Körbwäsche voll. Alarm. Was? Wäsche ist voll? Körbwäsche. Aschebäsche. Aschebäsche. Alle Häse sind Verbrecher, denn sie klauen Aschebäsche. Warum wollen wir auch immer Aschenbecher klauen? Das ist ein Insider, das kennt, glaube ich, nicht jeder. Das ist. Ein Häse weiß, von wem es kommt, direkt. Wenn das ein Häse nicht weiß, ist kein richtiger Häse. Oh no, ich bin voll. Wow. Ja, das bleibt drin. Wobei, ich könnte eigentlich. Mich nervt es, neben am Geld, also am Honig, auch noch abläuft, dass da irgendwie. Sollte es jetzt abladen? Wie du das gerade gesagt hast, kann ich mir gut vorstellen. Wer dann? Aber no? Ich komme nicht auf den Namen dieser Comedian. So. Ja, erzähl, wie er aussieht. Das ist ein ganz markantes Gesicht. Ja, ist das der Martin? Der Martin, ja, genau. Ja, der Martin Schneider. Ich weiß ja nicht, ob sie es schon wusste. No! Und genau der ist es nämlich nicht, Günni, weil ich wusste ja nicht, ob sie es schon wussten. Das war der Rüdiger, der Hoffmann. Das stimmt, nee, der Ganze. Das ist ein anderer. Ich und Namen, ey. Ja, das sind die Alt-Comedians. Ja, ja, der kann die Cola-Dose quer nehmen. Der Martin. Aber der ist Kult. Ja, ja, ja. Der Martin, der ist aber Kult. Das gibt's gar nichts drüber. Aber davon mal abgesehen, das sind so die Alt-Comedians. Also, guckt mal, Kaya ist jetzt bei Twitch. Der hat vor 20 Jahren angefangen zu streamen. Jetzt rechnet ihr mal zurück, wie alt ihr wart vor 20 Jahren. Ich glaube, das war noch nicht so euer Comedy-Zeit. Um das mal nett auszudrücken. Mein Leben war zu dem Zeitpunkt schon ein Witz. Das klang. Das hast du jetzt. Erstmal selbst das. Oder Günni hat in dem Alter noch alles witziger gefunden, selber, so. Hat seine Augenbraue trainiert. Ha, hu, ha, hu, ha. Der hat damals noch nicht gewusst, für was es gut ist, aber er hat gedacht, irgendwann werde ich das bestimmt brauchen. Der kann bestimmt auch so eine Aula-Welle mit seiner Augenbraue machen. Ja. Wenn Günni in die Disco geht, dann tanzt er nicht, dann tanzt die Augenbraue für ihn. Ja, absolut. No! Mondo Chick. Ja gut, aber guck, die platzt ja gleich. Ja, gleich. 1 Million noch. Gleich. Ja. Jeden Moment. Könnte ja auch schlimmer sein. Ja, wenn es schlimmer wäre, würde ich hier die Wolke in der Dose auspacken. Kannst du mal wissen. Hast dein Sonnenkäfer eigentlich schon erledigt? Königskäfer. Nee, ich weiß aber nicht, ob der schon da ist. Muss ich mal gleich gucken, weil ich brauche den ja auch für die Quest. Weil du gerade sagst, weil er da ist.
Nein, ich brauche den für die Dreierquest. Also ich muss in die Sterne. Annika, weil sonst kannst du die Quest nicht abschließen. Auch bis dahin, bis ich die Quest hab. Werde ich bestimmt auch so viel. Ja, werde ich das bestimmt irgendwie. Wie viel Leben hat der? Das ist unterschiedlich. Ich glaube, je nachdem, wie hoch oder wie stark du bist, umso stärker wird der, glaube ich, auch. Toll. Ja, der stärker, je öfter du den killst. Ah, okay, ja, dann. Ja, und die Anfang? Weiß ja, schon, am Anfang ist er bei. Was ist das? 5000? Oder 10.000 irgendwas mit 5 war's. Das Problem ist, wir können dir nicht mehr helfen, weil unsere Bienen greifen dir nicht an. Das ist irgendwie ganz komisch. Also das Kommando-Chicken greifen die anderen Bienen nachher an, aber den Käfer greifen die dann nicht an. Das ist nee. Naja, aber Annika, wenn ich den ohne Probleme geschafft habe, dann klappt es bei dir noch ohne weniger. Du bist aber so ein windiger, listiger Lurch, von daher hüpfst du da drin rum wahrscheinlich, wie so, ich weiß nicht, weiß ich jetzt, fällt mir nichts ein. Ja, und ich hüpf da auch im Kreis und trotzdem erwischt es mich, weil es mich in die Ecke drängt. Der Steven verabschiedet sich leider schon wieder. Dann mach's gut, hab noch einen schönen Abend. Tschüss. Ja, ich werde aber also auch nicht mehr so lange machen. Ich weiß, werde ich jetzt die hier noch fertig machen und dann wieder kommen. Ja. Ich muss doch lesen. Ah ja, Bücher lesen. Ach, Magazine vom aus. Ich lese die nur wegen der Artikel. Ja. Nachher höre ich immer so schlecht und ich weiß gar nicht warum. Hi! Ich lebe aktuell an der Decke und ich lasse dort oben, weil der weiß, wie er heute noch einsammeln muss. Wer weiß, was da wirklich prrrr macht. Ich kann so. Warum steckt da ein Gelee Royal in der Ecke? Ach, Güni. Teddy, wir sind auf meinem Server. Mhm. Ich bin unterwegs. Gibt es kein mein, hier gibt es nur unser. Echt? Ach so, Unglaublich. Was mein ist, ist mein. Was das dein ist, ist mein. Haben wir gut hinbekommen. Mein Pumpkin-Boost ist abgelaufen. Wow. Belastend. Ja, echt mal. Kann ich nichts für. Ich hab den nicht gezwungen zu kommen. Ich hab nicht gesagt, da Annika, hier Sprout, komm mal vorbei. Ist klar, hätte ich auch gesagt. Ja. Gehen wir jetzt Kommando-Chick machen. Nee, da oben das komische. Ich Mondo-Chick. Aber ja, ich wollte eigentlich erstmal gucken wegen Käfer. Käfer können schneller platt, da brauche ich nicht so lange für. Ach so. Aber das Mondo-Chick hat ja bestimmt noch relativ viel Leben. Denke ich mal, hoffe ich mal, keine Ahnung. Ja. Es war ja keiner oben. Kunststück. Ich guck mal, ob der Käfer schon da ist. Der Käfer ist noch da, der kommt in 16 Minuten. In 16 Minuten denke ich mal, haben wir das Küken da oben erledigt, dann kann ich danach zu dem Käfer. Und Jenny, wie war's laufen? Wie war's? Gut. 50 Minuten jetzt. Warum keine 60? Weil 50. Die 10 Minuten hättest du auch noch voll machen können. Ja, wenn ich hab jetzt bei der Strecke. Wärst, weißt du? Für die Strecke jetzt weniger Zeit einfach gebraucht. Ach so. Mhm. Du hast mal eine bestimmte Strecke, wo du sagst, die willst du jetzt irgendwie immer schneller, weniger Zeit schaffen oder was? Ja, so habe ich das auch immer gemacht. Jungs, genau. Beim letzten Mal bin ich eine Stunde 15 gelaufen und jetzt 50 Minuten. Geht schon. Also das nächste Mal in 30 Minuten. Naja. Und dann das nächste Mal in 10. Ja. Na, die Strecke werde ich glaube ich nicht in 10 Minuten schaffen. 15 vielleicht, aber.
Da muss ich dann schon echt rennen. Treffen wir uns in der Mitte, sagen wir 12. Und beim übernächsten Mal braucht sie dann minus 8 Minuten. Da kommt sie dann vorher zu Hause wieder. Das wär's. Soll ich mal eben um den Block rennen? Das soll ich gleich nochmal machen. Aber mir fällt gerade was ganz anderes ein. Der Marcel, der ist so am Zuschauen. Ich weiß ja nicht, was er noch so nebenher treibt. Du hast jetzt, glaube ich, genug zugeschaut. Du kannst dieses Spiel jetzt zulegen. Also kannst jetzt auf roblox.de gehen. Kannst dich anmelden. Hopp, hopp. Und das auf dem kostete fast gar nichts. Das war das? Kostete fast gar nichts. Kostete nichts, außer ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit. In Annikas Fall 7 Tage. Was? Nein, pst. Hatte den letzten paar Tagen schon mehr... Das ist Sprout. Hatte den letzten Tagen schon mehr Spielzeit gesammelt als bei LOL insgesamt. Du Schwätzer. Ernsthaft. Naja, nicht jeder ist so bekloppt und spielt so ein bescheuertes Spiel, ne? Also, das ist... Was? Sag doch mal. Spreche kein lügerisch. Was war das? Was? Lügerisch? Ja. Lügerisch? Ja. Was ist das? Ich hab nicht lügerisch geredet. Doch, du hast das... lügerisch geredet, weil du spielst das Spiel. Ach, auch. Ach, Fanny. Grundinformation von Jeanette an uns alle. Wenn Aha. die Nacht einbricht, sollen wir doch bitte die Augen steif halten. Ach so. Neudeutsch, ja? Irgendwas mit Augen sagen und irgendwie Ohren steif halten und dann kam irgendwie Augen steif halten. So. Wegen den Stachel. Über meine einäugige Brille lachen. Ja, ne? Der Panockel, der ist göttlich. Panockel, Schnürschnur, L'Oreal, René. Renegerieren. Okay. Wir renegerieren uns. Immer meine Sprachfehler, ne? Ja. Nein, jetzt mal im Ernst, der Marcel, der kann schon mal Stadt klar machen und hier auf den Server dann dazu stoßen. Erscheinen sie. So, ja, kann er doch. Oder Soll seht da, ihr das anders? Da bekommt die Jenny wieder Muttergefühle. So klein. Ja, der Marcel wäre dann klein. Der wäre dann richtig klein. Ah, dann ist er ja total süß. Muss man aufpassen und so. Ja, muss er die Hand nehmen. Hier, komm. Ja. Guck. Ja, hier. Nein, macht er schon wie ganz großer. Da musst du hingehen. Guck, Wölfchen, mal da geht's lang. Ein Schäufelchen. Achso, Annika, dann habe ich dir das gesagt, ne? Ab Montag kann man Maskenpflicht. Habe ich gelesen, ja. Habe ich gelesen in Facebook. Habe ich heute halt Mittag schon. In NRW auch, ne? Auch ja. Ab Montag. Hab ich. Habt ihr was gehört über Saarland? So? Nee. Aber ich meine, den hatten die nicht auch? Naja, das kriegen wir. Also, nee, bei uns im Laden, aber. Ich weiß es nicht. Ich habe also. Ne, die ich anderen. Ich guck mal nach. Ja, weißt du, was ich heute dann noch gelesen habe? Ich weiß ja, für die paar Häuser. Ja, Annika, ist ja gut. Die haben jetzt irgendeine Studie gestartet mit Harvard oder so. Ich krieg's nicht mal ganz zusammen. Wir sollen bitte damit rechnen oder davon ausgehen, dass die Schüler, die keinen Schulwechsel haben oder den Abschluss gerade anstreben, dass diese Schüler erst, halt dich fest, 2021 oder eventuell sogar erst 2022 am regulären Schulunterricht teilnehmen können. Wie? Mhm. Das verstehe ich jetzt nicht. Die Schüler, die nicht einen Abschluss anstreben aktuell jetzt, sondern ich rede jetzt mal von der Altersklasse wie meine zwei. Ja. Die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vor 2021, 2022 am regulären Schulunterricht teilnehmen können. Warum das denn? Ja, weil die davon ausgehen, dass das bis ein vernünftiger Impfstoff da ist, nicht mehr passieren wird. Die können doch nicht bis ja, 21, also bis da, die da, das geht doch da, die können doch nicht so lange die Schule. Ja. Da sind sie jetzt am Überlegen, wie sie das regeln wollen. Wie soll denn das für die, also die jetzt eingeschult werden? Ja, das frage ich mich auch. Julias Kleinste, die ist jetzt Schulanfängerin, die wird normalerweise, die Kaylee wird eingeschult. Wahrscheinlich auch nichts draus, wenn das so sein sollte. Also wenn das jetzt eintrifft, dann das wahrscheinlich auch nichts.
Ich weiß nicht, vielleicht machen die für die Schulgruppen wieder irgendeine Sonderregelung mit aufgeteilten Klassen oder ich habe keine Ahnung, Annika, aber für die Altersgruppe, wie ich sie hier sitzen habe, sieht es im Moment echt bitter aus. Ich bin mal gespannt. Also ich... ja. Also wirklich jetzt mit der Bekundung gegen Impfstoff. Ja, ja. Also ich weiß, dass die jetzt mit dem Impfstoff anfangen zu testen in Mainz. Das habe ich heute auch gelesen. Das ist nämlich jetzt die offizielle Bestätigung. Der Auftrag ist Biotech oder wie die Firma heißt in Mainz. Ich weiß es nicht genau, habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Und 200 Testpersonen sind die jetzt am Suchen oder haben sie schon oder wie auch immer. Es wird an 200 Personen der erste... Ja, ja, das habe ich auch gelesen. Aber ja. Das ist ja noch lange nicht fertig dann, klar. Richtig, ganz genau. Bis das wirklich fertig ist, bis dass du wirklich einen Impfstoff hast, der... Ah ja, logisch ist, das habe ich ja von... Ist. Das sind ja alles so Dinge, ne? Du musst ja auch immer gucken, wie sind die Nebenwirkungen und so weiter und so fort, ne? Das muss ja alles getestet werden. Ganz genau, das hast du ja da so gar nicht. Richtig, das dauert... Und das heißt, bis du wirklich einen brauchbaren Impfstoff hast, kannst du rechnen... Also 2021 definitiv. Naja, klar. Wenn nicht sogar erst 22. Ich habe ja von Anfang an gesagt, so ein Impfstoff dauert in aller Regel 2 bis 3 Jahre. Ja. Ich habe aber auch schon eine E-Mail von den Schulen bekommen. Also meine 2, selbst wenn die jetzt regulären Unterricht hätten oder bekommen würden, wären meine 2 vom Schulunterricht befreit, weil wir ja ein Risikokind haben. Also da nehmen sie tatsächlich Rücksicht auf. Familienmitglieder, ne? Also das finde ich ja schon mal gut, aber ich kann mich auch erschießen. Ja, das ist heftig. Ja, das ist... Aber prinzipiell würde ich mich jetzt erstmal davon nicht... Das ist jetzt vielleicht gesagt, aber ich meine, aufregen oder wie auch immer, kann sich immer noch früh genug, wenn es offiziell wird. Ja, ich meine, an der Situation ändern könnte ich ja sowieso nichts. Also am Ende muss man ja sowieso damit leben, ne? Von daher, aber es ist schon krass, also... Ich bin mal gespannt. Wenn es so kommt. Ich möchte auch nicht noch 2 Jahre von meinen Freunden und so distanziert sein. Will ich einfach nicht. Ich mach das auch nicht. Ja. Also da bin ich ganz ehrlich. Ich werde nicht 2 Jahre mich hier einsperren, auf gar keinen Fall. Ich meine, dieses Distanzieren und so, das betrifft ja dann nicht nur die Schulklassen, wie sie es jetzt handhaben oder wie es dann halt sein wird, sondern allgemein. Ja, alle. Genau. Das und komplette Privatleben ist ja im Moment völligst eingeschränkt. Ja. Und das werde ich so nicht 2 Jahre machen, auf gar keinen Fall. Können sie auch nicht erwarten, nicht verlangen oder wie auch immer. Also. Das ist ja alles kaputt auch. Also. Da fällt mir was ein, weil es ist ja sowieso fraglich, was noch vielleicht diese Zeit so mit sich bringt, sag ich mal. Leute, die in, ich weiß nicht, schweren bis mittelschweren Depressionen verfallen, ist das eine. Ja. Ich glaube, wenn das alles wieder normal. Was, die Windy Bee? Das ist ja... Das ist ja auch alles so dieses Thema, was danach ist mit den Leuten, die jetzt da von der Grundsituation nur noch zu Hause und alles. Ne? Das ist ja ein einschneidendes Ding generell. Das ist ja, ich meine, das mit der Schule, das ist ja nur mal so grob angeschnitten. Ich kann am besten tatsächlich uns als Beispiel nehmen. Es ist ja nicht nur das. Es ist ja auch die Tatsache, dass bei uns jetzt zum Beispiel Hausbesuche vom Hospiz finden nicht mehr statt, Reittherapien finden nicht mehr statt, Therapien für Amy beim DRK finden nicht mehr statt, das Jugendamt kommt nicht mehr raus, Pflegedienste kommen zum Teil nicht mehr raus und wir sind ja nicht, wir stehen mit diesem Problem ja nicht alleine da. Da sind ja auch andere Familien, die dieses Problem haben. Alte Leute, die momentan komplett alleine sind. Eben. Keiner ist, der für die einkaufen geht oder sonstiges. Da kümmert sich kein Mensch im Moment drum. Und jetzt überlegt ihr das. Wo ist die hin? 2 Jahre lang. Hoch aufs... Hoch, glaube ich. Auf dem Zelt. Das meine ich ja. Für viele ist das, ne? Dieses, das erstmal... Also, was macht's mit den Leuten? Das meine ich damit. Und ja, die ganzen Psychologen oder Therapeuten, die haben nachher wahrscheinlich noch mehr zu tun, als sie jetzt schon zu tun natürlich. Haben. Also ich habe das Gefühl, dass diese ganze Isolation schädlicher ist als der Virus an sich. Ja, natürlich.
Ich merke dich allein schon, das ist eine Katastrophe. Ja, darauf wollte ich ja hinaus und ich will nicht wissen, was da vielleicht noch alles so passiert. Ich meine, bis jetzt ist ja nichts Näheres rausgekommen, was hier mit unserem Finanzminister passiert ist. Das habt ihr ja mitgekriegt, wie der sich von ICE, ne? Ja, ja. Und ich hab hier, wo ist sie hin? Liegt wieder im 35er Bereich. Ich gebe mein Bestes, ich versuche es, aber ich krieg die nicht weg. Du schaffst das. Geronimo. Hau der aufs Maul. Das ist ganz schön scheiße, dass ich alleine bin, die einen 35er kann. Ja, das kommt davon, wenn man es übertreibt. Aber auf den öffentlichen bin ich nie alleine. Ja, ja. Ich bin nie alleine mit so einer blöden Krabbe. Aber schizophren ist es mal auch nie alleine. Ah, da sprichst du aus Erfahrung, oder wie? Nein! Sie hat mich geschnetzelt! Sie hat mich geschnetzelt! Die 4 Millionen Persönlichkeiten eines Günthers. Eines Günthers daraus. Lil Günni. Ich weiß, warum ihr mich in den scheiß 35er verbannt, um die Biene da rauszuholen. Weil da hinten die Sprosse am Platzen ist. Ja, ja, ich hab das schon. Nein. Die Sprosse hat ja doch jede Menge Millionen. Ich komm lieber zu euch. Ich hab nur gerade mal geguckt wegen dem Käfer, der braucht noch 3 Minuten. Ich kann die Windy Biene nicht da rausholen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Wenn die oben auf dem Paprikafeld rumwirbeln würde, dann wäre das eine andere Geschichte, aber nicht bei dieser komischen Krabbe. Hier für den Tunnel, für das Ei, was da drin ist. Wie viel Schnelligkeit brauchst du da? Mal 10 tatsächlich? Am besten. Ach, ja, du, es ist schon schaffbar mit 4, aber du solltest sicherheitshalber 10 haben. Ja, ich hab 5, jetzt habe ich ja auch keins mehr. Ja, wenn du halt wirklich Speed wie Zahn drauf hast, dann solltest du, oder ja, auch nicht viel im Koffer haben, also sonst jetzt, falls du sterben solltest, du wirst sterben. Zu viel Verlust. Aber dann einfach reindüsen. Ah. Geradeaus reindüsen. Das ist ja mein Ziel. Oh, mein Container ist voll. Noch fast 44 Millionen. Sag mal. Schnell in der Runde gedrückt. Wie viel hatte die gehabt? Das Ding hier, die Sprout? Ja. 1 Million irgendwas. Million, aber 1000 denke ich mal. Ja, irgendwie so. Das hat sich doch falsch angehoppelt. Jetzt setze ich aber noch mal an, zu dem Thema zurückzukommen, Finanzminister. Was aber jetzt auch in der Presse überhaupt nicht so groß getreten wurde, aber man hat es hier irgendwo gelesen. Ich habe den Bericht gefunden. Es hat sich noch einer aus unserem hessischen vom Finanzminister aus dem Büro, aus dieser Abteilung, wo da ganz viele Leute halt auch arbeiten, und Mitarbeiter auch Suizid, ne? Der zweite von denen irgendwie. Ist aber kein Name erwähnt worden, es war nur irgendein Büromitarbeiter. Okay. Deswegen sage ich, das geht ja auch nicht einfach mal so an die Leute spurlos rum, alles so. Ist halt Kacke. Alles. Ja, definitiv. Guten Tag. Also mit diesen Einschränkungen und so kann ich im Großen und Ganzen leben. Ne? Also, aber so diese soziale Isolation, die finde ich halt extrem, weil wir hier als Familie auch auf diverse Therapien und so weiter verzichten müssen. Ne? Wir sind dazu gezwungen, das momentan alles alleine zu stemmen. Und das finde ich halt, das ist halt nicht gut durchdacht, das Konzept. Ja, dann heißt es wahrscheinlich, auf Einzelfälle und so kann man ja nicht unbedingt Rücksicht nehmen und so. Es muss ja für alles ein Mittelmaß gefunden werden. Aber wir sind ja kein Einzelfall. Ja, weißt du? Eben, es gibt ja mehrere Betroffene. Ja. So gesehen. Ist richtig, deswegen, aber. Da hast halt das Gefühl, es passiert gar nichts. Heute kam auch eine richtig geile Meldung. Da ist mir echt schlecht geworden.
In der Uniklinik Essen sind in der Strahlenambulanz, ne? Tati, war das? Ja. Fast 40 Menschen an Corona infiziert. Scheiße. Und die meisten Personal tatsächlich. Da weißt du aber auch nicht, inwieweit die vielleicht schon irgendwen angesteckt haben. Keine Ahnung. Wenn du sagst Personal, da sind ja dann auch diverse Patienten und so. Ja, ja, die haben auch, die haben die genaue Zahl an, ich kann es jetzt nicht mehr nennen, an Patienten, haben sie berichtet und Personal, aber ich glaube Personal war 23 Leute, wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon krass, ey. Ja. Also. Ja. Bambusfeld, brauche ich. Ich kriege hier oben nie diesen scheiß Boost, ey. Das kann doch nicht wahr sein. So. Ich krieg das ID. Ich mach mich dann mal aus dem Stäubchen. Ja, ja. Echt? Jetzt ja. Schon? Ja. Da musst du da irgendwelche pornösen Sachen lesen. Bene geht jetzt lesen. Alleine geht er. Die sagt schon gar nichts mehr. Hallo? Hört ja, ihr ja. Ja, ja, ich bin gerade geflogen. Oh. Bei wem? Wohin denn? Ja, raus. Pine Tree. Das hat mir jetzt nichts das gebracht. Spiel hat sich gesagt, okay, du weg. Du willst lesen, mit dir war aber nichts mehr zu tun haben. Oder ja, wie gesagt, viel Spaß noch und. Ja, dir auch. Dir auch. Bis dann. Bis dann. Okay. Ciao. User disconnected from your channel. War wieder voll! Ich bin auch schon wieder voll. Es muss doch die Möglichkeit geben, hier oben diesen Boost zu kriegen, Mann. Ja, Glitzer. Also, ich sammle jetzt erst mal. Wie Glitzer. Geld. Ich hab's für schnell laufen Boost. Oh. Weil ich jetzt hier wieder auf dem Pine Tree Boost gekriegt habe. Den ich jetzt so eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Du kannst dir aber Honig abfüllen. Ja, wobei. Was kann ich mir? Wenn Jenny sich Honig da hinten abfüllt, dann kriegt sie doch Speedboost dazu, aber weiß halt nicht, ob das so sinnvoll ist, weil bis du da oben bist, ist der Boost gleich weg. Der Boost da ohne wird nicht reichen, aber wenn sie den oben aus dem Sterne-Dings rausholt, dann muss ich nämlich jetzt auch. Das sag ich gerade was. Wenn mein Bottich jetzt voll ist, dann gehe ich erst mal in den Sternebereich rein. Sternen-Boost kann ich mir noch nicht holen. Es sind keine 24 Stunden um. Glaube ich, oder? Das war doch gestern. Ja, aber da kommt sie erst recht nicht bis zu der Spinnenhöhle, also zu der Wolfshöhle. Na klar, kann ja probieren, dahin rennen. Da laufst du aber weit, Annika. Probieren? Ich würde lieber eher den Boost nehmen, dann eben direkt neben unten neben dem Shop da beim Van, wo du den Honig abzapfen kannst. Ja, oder? Den habe ich aber schon. Und die Erdbeere beim roten Haku? Ich weiß nicht, ob die auch Boost bringt. Probier die mal. Und dann schnell mit dem Fallschirm ein bisschen rüberfliegen. Nee, bringt die nicht. Die bringt mir leider keinen Speedboost. Du warst doch gar nicht oben, du hast sie doch gar nicht abgefüllt. Bei der Erdbeere? Ah, du hast sie doch. Ach, bei der Rose war ich. Du hast sie einfach nur aus Feldboost geholt. Ich meine doch die Erdbeere da, dieses Honig zum Abzapfen. Oben. Ja. Wenn du im roten HQ nach oben gehst, auf dem Tier, warte mal. Jenny denkt sich so, was ist da? War ich da noch nicht? Ich bin gerade wirklich ein bisschen. Komm mal her, Schätzchen. Erdbeere. Komm mal her. Nee, wo bist du? Komm her. Ja, beim Erdbeerfeld, wo seid ihr denn? Nein, du bist hier unten beim roten HQ. Dann hier hoch. Ach, da gehe ich nie hin. Und hier? Ja, und bei der. So, und dann schnell von hier und dann da hoch. So, hier so.
Dann schnell. Dann schnell. Oh, der hat aber nur mal 5. Oh, nee, das schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Ich renne da jetzt einfach rein, ist mir jetzt egal. Versuch's! Geronimo, ich komme! Einfach Park durchrennen, aus. Einfach durchrennen! Ich hab's! Und raus! Aber ich schaff das nicht, aber ich schaff das nicht! Ich bin schon längst tot. Okay, ja, sie sind gesehen. Ja, was? Man sieht sie schemenhaft. Aber hast du dann, wenn du jetzt im roten HQ den nicht benutzt hast, den blauen den schon benutzt? Da ist nämlich ein Blaubeerspender. Wo? Im blauen HQ. Direkt unten. Direkt im Eingang. Rechts müsste der sein. Ernsthaft jetzt? Ihr verarscht mich. Nee, das kann nicht wahr sein. Ich wusste das nicht. Es gibt den Honigspender unten beim Shop. Es gibt hier ja, den roten und es gibt im blauen HQ nochmal so einen Blaubeerspender, der auch alle 4 Stunden gleich im Eingangbereich. Wenn du und reingehst. Es gibt noch den Leckerli-Spender beim 10er-Shop. Genau, den gibt's ja, auch noch. Den Leckerli-Spender, den habe ich, glaube ich. Ja. Also der weiß ich, wo der ist. Na, das ist ja nett. Oh. Oh. Apropos, ich muss mir mal einen Pass ziehen. Ich habe gleich noch Termine mit Ameisen. Hast du die, ja? Ja, leider, weil ich so viel Scheißquests noch habe mit Ameisen. Ameisen. Weißt du, was die dann rufen? Was dann? Anniga, weil. Nein! Janett! Annemie! Vor allem die Ami-Ameisen sind das, weil das sind die Ani-Ameisen. Seit heute Mittag, weißt du, dieses komische Ani-Geschwafel. Und jetzt hat sie es auf. Ja. Stachel! Stachel! Wo? Sah aus wie ein Stachel, es war mein Wasserspender. Es war mein Wasserspender. Jetzt ist sie auch auf den Wasserspender, da bin ich auch schon reingefallen und ich gehe jetzt in den Sternbereich. So. Ah ja, kann ich auch mal die Sterne zeigen. Ja, hier ist der Sternbereich. Hier gab's auch mal. Nein, das für mich kein. Witzig, ich habe gar keinen Platz für das Goldei. Dann wird Platz gemacht. Wo kein Platz ist, wird Platz gemacht. Du hast bestimmt was Doppeltes, oder? Ja, natürlich. Ja, aber ich benutze momentan nicht. Ich habe gestern 150 Gelee Royal benutzt, um eine neue Biene zu kriegen. Ich habe es ja nicht gekriegt und ich brauche die Royal für Rezepte. So, ich habe jetzt hier gezogen. Apropos Rezepte. Ist der Ausgang. Apropos. Da war ja noch was. Ich brauche noch Öl jetzt mal. Ich probiere jetzt da hochzukommen mit diesem 10er-Boost, ob es gereicht hätte. Jetzt mal gucken, ob mein Königskäfer da ist hier. Der aber sowas von wärst du mit da oben im Sterne-Boost in die Höhle reingekommen. Locker. Easy. Echt? Guckst dir im aber Livestream. Ich so geschafft. Ja, ich sag nur, du guckst dir im Stream an. Das, ich habe jetzt noch Speed drauf und bin schon wieder auf meinem Pine Tree Feld. Ja. Der soll schon da sein. Hallo, Käfer. Hallo. Honigsturm? Alles klar? Soll ich mal warten? Ja, ich warte. Alles gut, alles gut, alles gut. Es wird Nacht. Wir müssen nach Stacheln suchen. Augen steif halten. Ich bin voll verschluckt. Am Dampf, ja. Ich möchte wissen, wie das aussieht, wenn jemand die Augen steif hält. Das ist der starre, steife Blick. Ich sehe da was beim Spinnenfeld, kann das sein? Nee, das ist immer noch mein Wasserspender. Ja, auf den bin ich auch gerade eben reingefallen. Du kannst jetzt deinen Honig drücken und so, ne? Ja, warte, jetzt muss ich erstmal hier Käsewürfel holen. Moment. Käse? Der gelbe Käse? Oh, verdammt, ich wollte heute eigentlich auch noch eine Käseplatte gemacht haben. Wo ist meine? Ich habe nämlich extra Trauben gekauft und Käse und Salami und das oh. Würde sich anbieten, wenn man eine Käseplatte macht, dass man Käse hat. Sonst wird es nichts. Doch, mit Trauben so voll geil. Achso, Käseplatte ohne Käse. Laktosefrei. Ja, zum Beispiel. Kannst du mal ein Rezept schreiben? Laktosefreie Käseplatte. Einfach mit Trauben. Fertig. Dauert's noch lang mit dem Honig? Echt? Nein! Ja, Moment. Ja, weißt du was hier? Ich hab grad so schön Speed drauf. Das ist so geil. Jawoll! Ich renn auch mal hier rüber. Ich hab ja die ganze Plattform für mich alleine. Und Honig krieg ich.
ja auch nichts. Das ist voll scheiße. Das ist nee, mega neblig. Das ist sehr neblig hier. Das ist eine Katastrophe. Oh, ich bin voll fast gegen den Kürbis gedonnert. Ah, schau mal, erwähnt, dass ich eigentlich blind bin. Das war jetzt, also das, jetzt bin ich bestimmt 50 Mal geblitzt worden. Don't drink and drive. Ja, das hat es auch vorhin nicht gebracht. Au! Jetzt schon wieder. Aber ich kann dann auch noch abgeben. Ich habe heute noch nicht einmal gezogen. Aber wir machen das bitte nur noch, wenn es hell ist, ja? Das ist, Was? Ich habe heute noch nicht. Nee, schon nicht. Nee, ich meine die Jenny, weißt du, ich kann auch noch. Ja, du hast ja noch nicht. Aha. Du kamst ja nicht dazu. Ach, das war deiner eben, Janet. Oh, ja. Ihr hattet ja mal wieder keine Geduld. Ich muss jetzt erst mal abtanken gehen. Nein, aber es waren doch nur noch zwei. Oh Gott. Gott. Die Käsewürfel. Waren noch zwei. Oh, Mann. Sie hat die Glühwürmchen verscheucht. Ach so. Ja. Hell wurde es hell. Ja, du hast sie verscheucht. Ja, ich bin total. Ich bin so gruselig, da sind sie abgehauen, als sie mich gesehen haben, haben sie Panik gekriegt. So habt ihr Feld. Was? Nein, ich bin gerade beim Käfer. Warte. Ja, ich habe jetzt leider keine Geduld, Janette. Also das tut mir leid. Kacken. Geh kacken. Richtig hätte abkacken. Oh, 2 Millionen. In einer halben Stunde kommt das Küki, 27 Minuten und hier ist die 2 Millionen. Hallo. Sprosse. Auf der baller ich jetzt mal ein bisschen rum. Nein. Ja, ja, ich bin hier oben. Käfer? Sie steckt beim Königskäfer in der Wand. Hier war ich auch noch nie drin, ne? Oh mein Gott. Es will töten. Aber ich hab getötet erst. Ja, wir haben dich verstanden. Ja. Weiß Bescheid. Weiß Bescheid. So. Jetzt ist Jenny beim Kommando-Küken. Hä? Ich hab's gehört. Was hab ich denn Schönes bekommen? Das macht Krach bis aufs Topfield. Ich hab ein bisschen Relais-Lolal gekriegt. Ich hab ein bisschen Hohenzauber bekommen. Das ist so schön. Ich hab nein! Ich bin gestorben! Verdammte Kacke! Gut, dass ich nichts dabei hatte. Aha. Wo ist die? Auf dem Berg, aber ich warte ja also vorne. Ja, die Jeanette ist ja noch nicht so weit. 1,5. Komm, ah, das ist eine Mondflotte, ja. Ja, die hat noch 1,5, deswegen, jetzt sind wir schon wieder zu zweit hier oben. Sollen wir die nicht zusammen machen? Es geht doch um den Honigregen. Ach so, ja, warte, ich mach den. Also 1,5 habe ich in 2 Minuten nicht runtergekloppt. Okay, hat er nur durchreden. Janette, hast du Platz? Keine Ahnung, wie ist du? Ich hab so viel Platz da, ich hab da, also ich kann ganz viel und so. Für die Tickets. Ich brauch noch ein paar Gummidrops. Hier ist was los, hier ist was los. Quatsch, wie kommst du denn darauf? Der Marcel ist immer noch nicht hier. Ich befürchte, er schaut immer noch zu und ist jetzt durch meine Rumraserei total geblendet und hat einen Knoten in den Augen. So, ein Schielblick. Aue sind steil. Komm sofort, Annika. 1-1. Alles steil. Wie lange nur die Augen und so? Wir reden ganz schön oft von Augen. Steifen. Augen. Oh, Augen. Was war das denn? Das hat plöpp gemacht irgendwo. Hast die Sektflasche auch noch aufgemacht. Party! Sunflowers. Ah, es piekst. Auf zu pieksen. Der Patrick ist wieder so still und hört einfach nur zu. Ja, ja. Ja, der spielt ein Spiel. Was spielt er denn heute? Ach, das was er beim letzten Mal auch schon gespielt hat, glaube ich.
Hörst du uns? Entweder ist es Assassin's Creed oder es ist Rayman. Ja, es ist Assassin's Creed. Es hat gehongen, die Platte. Ich musste mir erst gegen den Hinterkopf schlagen. Ja, es hat gehongen. Wie heißt das bei euch? Gehangen. Gehangen? Oh, das ist aber bei uns nicht mehr, das hat gehongen. Aber gut, was soll ich dazu sagen? Bei uns faltet man ja auch. Ja. Alles gefaltet. Ja, so ist das. Oh, Baby. Ja, ihr legt ja nur zusammen. Das kannst du aber theoretisch auch, wenn du alles auf den Haufen schmeißt. Nee, das ist hingeschmissen. Das ist auch zusammengelegt. Nee, das ist hingeschmissen. Nee, bei mir ist das zusammengelegt. Nee, das hat doch nichts mit zusammen. Das ist hingeschmissen. Oder draufgeworfen. Oder übereinander geworfen, aber nicht zusammengelegt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr auch bügelt. Wir bügeln die Wäsche. Ach ja, bei uns wird die Wäsche gebüschelt. Was? Ah. Ich bin gleich voll und die Sprout hat noch 3,90. Ich muss mal fix hier. Ticket ist mir egal. Mein Speed, mein schöner Speed, wo bist du hin? Komm zurück. Das ist immer kurz bevor irgendwas platzt oder irgendwas spawnt, dann ist Speed weg. Hab ich das täuscht oder ist hier nicht so viel Mondkraut drin? Mondkraut, dieses Mondzauber. Hä? Ich habe das auch schon im Gefühl gehabt, dass wenn die nachts kaputt gehen, dass da mehr Zeug rauskommt wie tagsüber. Jawohl. Die Moonsprouts? Ja. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, da waren jetzt gar nicht viele Monde drin, obwohl die zwei... Dann kann ich ein neues Mondamulett holen. Wie oft kann man das machen? Unendlich, denke ich mal. Du kannst es schon unendlich machen, aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass beim letzten Mal die Kapazität ist bei 200% und die vierte Stufe, weil 50, also es fängt an bei 25, 50 oder nee, nicht 200, Entschuldigung, 100%. Das geht dann immer so 25%weise hoch, also hast du ja vier Stufen. Und ich denke nicht, dass es dann noch irgendwie lohnt, dass sich da noch viel verändert. Wie viel Kapazität macht denn dein Mondamulett? 100? Meins hat plus 50.000 Kapazität, plus 21 weiße Pollen. Ah, nee, 150, ich nehme alles zurück. 150.000 Kapazität, plus 5% Bond from Treats und 1% Instant Convert. Ja, aber das Level, das ist einfach random. Das wird einfach random generiert. Also du hast jetzt nicht, dass du sagst, jetzt ist es Level 2 oder Level 3. Das ist einfach random. Nein. Das ging aber hoch. Das ging aber mit diesen 100. Das ging aber immer stufenweise ging das hoch. Zwar nicht so jetzt gelevelt, aber am Anfang war das nur, ich weiß nicht, wann das am Anfang. 25 oder 50. Da habe ich denn. Ich weiß nicht mehr. Ich habe 278. Ich könnte ja mal probieren. Ich glaube, ich mache nur einmal, weil ich will die Munddinger eigentlich aufheben. Oder nein, Spaß. Also ich habe jetzt das zweite Mal gemacht, ich will aber auf jeden Fall noch ein drittes Mal wenigstens. Ja, ich habe jetzt auch wieder 200. Ich könnte ja dann mal. Wie oft hast du schon gemacht, Annika? Ich glaube, viermal habe ich schon. Ja, viermal habe ich auf jeden Fall. Nee, ich heb's immer auf. Nein, ich mach's jetzt. Vielleicht kommt da noch was, irgendeine Quest oder irgendwas, wo man sich kaufen muss. Ich habe ja 272. Ach, das Ticket, wie komme ich denn da dran, sag mal? Weiß ich auch nicht, hast du wahrscheinlich wieder geklaut. Abgestürzt, jetzt kann ich eh noch mal. Oh, ich hab's! Yay. Jetzt kann ich eh noch mal hinfliegen. Noch 40 Millionen Honig. Ach verdammt, ich wollte mir eigentlich noch meinen Boost oben holen. Bye.
So, Achtung. Was? Nein, was? Was? Was denn? Was denn? Ich drücke nur aufs Mondamulett. Ach so. Ja, also Achtung, Eva, was passiert jetzt? Also, vergleichsweise. Ich habe im Alten 150, also plus 150.000 Kapazität, plus 5% Bond from Streets und 1% plus Instant Conversion. Was auch immer das jetzt bedeutet, im Alten. Das Neue hätte, wenn ich es ersetze, 175.000 Kapazität, 26% plus weiße Pollen und 8% plus Bond from Battle. Also nehme ich das Neue. Ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht machen würde. Also, fünfte Stufe hat sich auch erhöht. Ich glaube, es muss sich immer irgendwas verbessern für 100 Monde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich verschlechtert, so wie bei den Ameisen. Ja, aber wenn du das ja nicht annimmst, dann, was wollte ich denn jetzt sagen? Gehst du auf Keep vorm Old, dann behältst du das Alte. Genau, dann kriegst, dann verlierst du ja aber auch deinen Mond nicht. Deine nein, Mond, nein, verlieren halt tust du es nicht. Du bleibst ja dann halt nur auf dem Level, wo du hattest. Das meine ich doch. Tatsächlich, der Gürtel hat 150 Ananas, 150 Sonnenblumenkerne und 10 Ich habe ihn mir jetzt auch geholt. Ich habe ihn mir auch geholt heute. Kostet. Das ist ja wohl mal scheiße. Ja, glaubst du mir nicht? Ja, aber die anderen Sachen, also die Schuhe, die will ich mir auch holen. Aber hier... Es steht doch alles da dabei. Ja, aber der Porzellanlöffel kostet Ananas. Ananas. Auch nicht. Ja, der sagt, ist halt so. Ich glaube, nur bei den Rüstungen ist es halt so mal ab und zu, dass du da... Ich mache jetzt Ameisenfight. Also wenn ich jetzt ruhiger bin, ich muss mich konzentrieren. Ihr könnt euch ja gerne unterhalten, aber ich bin jetzt erstmal hier eingesperrt im Glaskasten. Schweigen dort sitzen und Contenance bekommen. Contenance? Ach, das war ja aber, das war ja wieder klar. Was denn? Ich krieg wieder ein Boost-Level, ein Boost-Feld, was ich nicht brauche. Das ist immer so. Och, Jenny. Ja. Nur Scheiße hier. Wer ist schuld? Der Patrick. Natürlich. Seid fleißig, meine kleinen Bienchen, seid ach, fleißig. Hallo. Ich wusste, dass der das macht. Damit habe ich nichts zu tun. Da mische ich mich nicht ein, das müsst ihr unter euch klären. Eure Bumserei mische ich mich das nicht ein. Das ist dein Mann. Zügel in den eure mal. Bumserei mische ich mich nicht ein. Dein Mann, zügel den mal hier. Ich wollte nur mal sagen, wer sich das hier an... Ich hab damit nichts zu tun. Oh, doch. Du bist das Schlimmste. Aha, jetzt bummst du zurück. So viel zu, ich soll aufhören. Ja, jetzt wird zurückgebumst. Ich bin ganz brav eingesperrt bei Ameisen. Ich gebe sogar Beweise hier. Ich habe ja, damit nichts zu tun. Nein. Ich bin viel zu anständig für sowas. Ich glaub's ja wohl selber nicht. Das steht auf dem anderen Blatt. Jetzt hat der Schwarzbär eine Quest, geht doch kacken Arsch. Scorpions, Pumpkin. Nein, ich will doch nicht so weit fliegen. Fire Ants, gib mir mehr Fire Ants. Hat schon alles? Ich mag er. Hey, wake up. Nee, ich kann nicht. Jeanette? Denn so müde. Gleich kommen die Behinderten, der behinderte Rasenmäher kommt jetzt gleich bestimmt wieder. Ist der denn auch behindertengerecht? Kriegt man denn da bei den Ameisen eigentlich noch andere Belohnungen, außer die Ameise in Bronze, Silber, Gold? Naja, du kriegst halt auch so eine Boost-Verstärkung. Ich glaube,
Tokens und Gold, Honig kriegst du, glaube ich, noch. Okay. Noch irgendwas Kleines dazu. Honig und so ein Kram, aber. Nichts Besonderes. Sag ich doch, dass der behinderte Rasenmäher kommt. Ich gehe jetzt auch gleich mal Ameisen machen. Das war mein Boost hier. Und dann gehe ich Ameisen. Ingo, lass mal die Katze bitte rein. Alles klar. Gut. Lass die Katze rein, lass die Katze rein. Katz erfriert doch. Nee, bei denen Temperatur nicht. Woher willst du das wissen? Hast du schon mal Fell angehabt? Weißt du überhaupt, wie es darunter aussieht? Nein! Wappa, wappa, wappa. Nee, ich noch ein, ich will nicht. Ich hab voll Schaden gekriegt gerade. Oh no. 50 Millionen Pollen. 50 Millionen Pollen. Jetzt wird der richtig schnell. Das sterbe ich gleich wieder. Ich seh's schon kommen. Was machst du denn? Rasenmäher. Ja. Und das. Ich hab's jetzt auf. Es hat mich nichts berührt. Nichts, null, nada. Und ich bin gestorben. An was? Verstehe ich nicht. Stehst du vor dem Ameisending oder stehst du auf deinem Arm? Auf der anderen Seite stand ich und die Rasenmäher sind. Da war einfach nur die Zeit abgelaufen. Ach, da läuft die Zeit? Wenn du auf der anderen Seite, ja, klar, also einfach nur von der Zeit. Glasscheibe stehst, dann ist einfach die Zeit abgelaufen. Wenn du auf deinem Spawn auskommst, dann bist du gestorben. Da läuft eine Zeit ab, Annika. Das habe ich noch gar nicht gesehen mit der Zeit. Hm, doch, ist aber so. Wie soll man denn da so höher kommen, wenn da eine Zeit abläuft? Naja, muss richtig krasse Bienen und richtig krasses Equipment und hast du nicht gesehen und bla und blub. Wenn da nicht mehr Ameisen kommen? Doch. Du musst halt nur schneller halt das Ding füllen. Da füllt sich so ein Vulkan und dann kommen die nächsten Ameisen. Ja. Und du musst das halt in der Zeit, sag ich mal, Pollen sammeln und die Ameisen besiegen, dass du halt schneller Pollen sammelst und alles. Die Ameisen, die haben sie nicht mehr alle. So. Können mich am Arsch lecken. Ich muss gleich wieder rein da. Können mich am Arsch lecken, ich stehe gleich mal rein. Muss ich ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich hatte das schon mal, da stehe ich vor der. Denke ich, was ist denn jetzt? Ich jetzt vor der Scheibe. Rausgeschmissen. Raus hier. Hey, raus aus dem Ballclub. Andere Kinder wollen auch mal. Raus hier. Bällebad. Unglaublich. Erstmal nach meiner Quest gucke. Was hat's denn jetzt überhaupt gebracht? Hat's überhaupt was gebracht? Wenn nicht, gehe ich nämlich. Augen steif halten, es ist Nacht. 24, 28. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. 7, 10, das sieht auch gut aus. Von denen 52 von 100 schwätzen wir besser noch nicht. Jetzt erstmal die Spinner abholen. Hab ich den Knopf schon wieder festgehalten? Keine Ahnung, was gehört, ist nicht schlimm, aber allein dieses Nachge von Jeanette, das passt immer so. Das ist, als hätte ich einen Krampf in dem Finger irgendwie. Tja, was soll ich dazu sagen? Halt die Stange. Besser Krampf im Finger als Kranz im Krampf im Hintern, ne? Der Kranz. Kranz im Hintern. 2 Minuten braucht mein scheiß Spinnen noch, das ist doch kacke. Scheiß Spinnen. Kackspinnen. Ist hier Stachel? Nö. Warum ist hier kein Stachel? Ach, wir haben Nacht. Ich geh besser jetzt nicht in die Ameise. Ja, da hast du recht. Stachel. Spinne, haben sie Stachel gesehen? Nee, dann tschüss. Ich geh da mal wieder. Tschüss. Geh mal zum Kleefeld, mal gucken. Ach, die habe ich schon nicht fertig. Was babbel ich überhaupt mit dem blöden Bär? Alles höchst belastend.
Hier ist auch kein Stachel. Und da. Was ist sie dann da? Spinne. Ich habe eine Spinne Boost. Und das bringt mir jetzt genau was? Was halt dann bei der Spinne Boost. Ich kann doch eh nicht dahin, weil sonst spawnt die nicht gescheit. Genau. Red Flowers, Goo. Dieses Goo macht mich wahnsinnig. Wie viele Kuh hat das eh? Wie viele Kuh hat das A? Wie viele Was? Kuh hat das A? Ach, keine Ahnung, ich hab mir mal 50 so Millionen. Das war irgendwie so bester Ausraster von so einem komischen Moderator auf Night Live. Das war. Da ging es irgendwie darum, Tiere mit einem Haar. So eine Abzocke hoch 10 gewesen da bei 9 Live, aber dann ruft einer sagt und sagt Habicht. Und dann sagt er, es ist eine gute Antwort und irgendwann so dämmert es ihm so, 2 Habicht, ich bin genauso blöd. Komplett aus und irgendwann so ruft einer an und sagt, Kuh. Und Kuh hat ja eigentlich ein Haar. Und dann schreit er, wirft sich auf den Boden und schreit, wie viele Kuhs hat das Haar? Wie viele Kuhs hat das Haar? Und nee, was wie Kuh da hat das Haar? Und ich werd genauso doof wie unsere Zuschauer. Ja, irgendwann färbt das, glaube ich, dann durch so eine Scheiße ab. Aber prinzipiell, bei solchen Sendungen hat der, da sind wir wieder bei dem Thema. Das war nicht bei 1 Live, sondern... Hatte Sportlife 1? Nee, 9 Live war das. Ja, ich weiß, das ist das bei 1. Aber gab es denn auch Sport 1, wo so komische Quiz-Sendungen liefen? Der Knossi, wo ich dir gesagt habe, hier. Ja. Der hat da auch schon solche Sachen moderiert. Aber Poker halt, weil Poker ist ja so seins und Slot und keine Ahnung. Und ich war, also. Ihren Namen, die danach herauskommen, da denke ich mir nur so, ja. Ja, diese ganzen Quiz, die sind eh Leute verarsche hoch 10, aber so jemand wie er passt da auch völlig rein. Entertainment ist da im Vordergrund. Nur frage ich mich ganz ehrlich, so wie der jetzt auf seinem Kanal abgeht, was ist da Entertainment? Weil irgendwo ist doch jemand schon so, wie er ist. Man kann doch nicht einfach eine Rolle. Man übernimmt doch die Rolle irgendwann. Ich habe hier mal gerade eine ganz andere Frage. Die wollen in der Quest von mir 150 Sprout-Tokens. Ernsthaft, dass ich diese Sprout-Dinger sammle? Nein. Das ist einfach, wenn du die Tokens aus einer Sprout sammelst. Also einfach Sachen, was aus einer Sprout rauskommt. Oh, ich dachte gerade, Alter, ich wollte mich am Arsch da. Alles klar, Jenny, wir sehen dich in 2 Jahren. Oh. Warum hast du jetzt nicht Ja gesagt? Der Rechner ohne Scheiß. Ich hätte meinen Rechner ausgemacht, das wär's gewesen. Ich bin ich jetzt auch nicht. Allein für den Effekt. Kacke, allein für den Effekt. Und dann hätte sie gesagt, haha, verarscht. Dann hätte ich ein paar für 12 bekommen. Nee. Ich hätt's gemacht! Ja, warum hast du es nicht gemacht? Du warst ja zu schnell mit der Antworterei. Dann warst du zu langsam, so. Nee. Ja. Ich werde mir das alles merken, Annika. Aber aufschreiben. Mhm. Ja, gut. Darfst du dir ich habe ein verdammt gutes Gedächtnis. Ich aber auch. Ich kann eine Quest abgeben, yeah! Ey, was soll das rumgevögel? Ist wieder heiß zwischen euch, wa? Das können wir ganz schnell ändern. Oh, ich will nicht mitmachen, kein Dreier, nein, ich möchte nicht. Ich will wirklich nicht. Ich bin nicht in Stimmung! Du willst und nicht. Schatz, das hilft auch gegen die Kopfschmerzen. Die sind schon längst weg. Ich lehne mich mal zurück und höre euch einfach nur zu.
Ich gucke ein bisschen komisch während euren Gesprächen in die Kamera. Hat ja auch was. Jeder, der das guckt, denkt, Alter, sind die wirklich verheiratet? Ja, sind wir. Ich hab damit nichts zu tun. Was? Ja, der Ingo soll mal ein bisschen leiser lachen. Echt? Ingo, muss dann wieder so laut sein. Oh. 220.000 Blue Flower und 30 Ladybooks. Ich nicht mehr. 30 Ladybooks. Was ist denn Flu Flower? Flu Flower, das ist genauso was wie Sunflower. Ey, lass mal ein Sunflower Flame, ja. Sunflower Flame. Ja. ist genauso wie Flu Flower. Flu Flower. Das haben wir schon die ganze Zeit so gesagt. Ja. Unter bei Flelt, das hört man nicht so. Flelt. Ja, ja, bin ich dann auch behaupten. Sunflower Flelt. Aber sich über mich lustig machen, verstehst du? Ja, Kollege Schmürschen. Ja, das ist doch hier, jeder hat, jeder gibt was dazu. Neudeutsch, Mensch. Ja, Fluflelt. Welt. Nee, Fluflower, sowas doch. Fluflower. Weil der findet... Oh. Machen wir aus dem Sprachfehler noch einen Sprachfehler. Genau. Schreiben einfach nur einen neuen Duden. Wir schreiben das alles mal auf. So weit hat's Corona schon gebracht. Es wird bald Nacht, es wird bald Nacht. Ja, ich sag's immer wieder, ich entwickle mich zurück. Ich warte darauf, dass ich aus dem Bett falle und anfange zu krabbeln. Was wird da passieren? Ach, ich glaube, ich wollte sagen, sowas kommt ganz von allein irgendwann. Im Alter. Naja, wenn man fit ist wie ein Schnürschnur. Schnürschnur? Aber nur wenn man Schnürschnur fit ist. So Schnürschnur. Nein, das muss Schnürschnur sein. Also meine Laufschuhe sind auch Schnürschnur. Schnürschnur? Schöner Schnürschnur passen. Wer bringt mir dann hier sein Spinn vorbei? Ich finde das nicht okay. Er sagt nur nichts, weil er sich nicht blamieren will. Peinlich, das ist peinlich. Was ist denn ein Sahnetüppchen? Da wird er aggressiv. Aha, was glaubst du dann? Ich hab keine Ahnung, was dahin geht, aber ich hab nur gehört, du eine Sahnetypsche. Ja, leck mich am Arsch. Jetzt schon wieder leck mich am Arsch. Nee, War ganz schön. Ja. The Windy Bee. Ich hab keine Ahnung, was eine Sahnetypsche ist. Ich will's aber wissen. Windy Bee. Ja. Ich muss doch gerade abtanken, Frau Windy Bee. Ja, super, jetzt bin ich ganz alleine. Ja, das na, ist ja gut. Ja. Komm doch. Na komm schon. Hallo, Leiser. Bitte, Bibi. Ah, hier, yeah, einfach Decke. Was ein Halo? Oh Gott, ist der laut. Ja. Guten Tag. Mr. Aggressivum. Ja. Was? Oh. Mr. Aggressivum. Kommst jetzt extra zu uns, um uns zu erklären, was das Sahnetypsch. Das kam jetzt dreimal an, aber ich würde trotzdem gern wissen, was Sahnetypsch ist. Wo ist denn das Windy Bee? Beim Pumpkin. Was war das jetzt? Ja, ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß immer nicht, wer Sandhübsch ist. Wo ist denn jetzt die Windy Bee? Ah, hier. Oder? Ich hab ein Windy-Glas bekommen! Oh mein Gott! Toll. Die hat oben gespawnt. Was ist das? Hoch! Alles hängt in der Luft. Alles hängt hier in der Luft. Oh, Biene, ich mach's platt hier. Aus auf dem Topfield. Oh Gott, ja, nein! Oh, toll. Bundesproud. Ja, ich wurde gerade überrannt. Ich wurde gerade überrannt vom Küken. Das ist einfach auf. Hieß auf meinem Feld, wo mein Boost läuft. Toll. Hier muss man sich wieder um 5000. Nein, oh, die hat aber jetzt geblasen. Ja, und mich direkt wieder runter. Aua. Die hat aber jetzt geblasen. Ich weiß nicht, ich komm oben an. Die Sau.
die macht mir Schaden, die macht mir Aua und das Küken und. Macht mir Schaden, mir macht Aua. Aua, Aua! Warte, jetzt kommt ein Stachel, komm, ein Stachel hier. Komm her, Windy Bier, ich hau dich. Komm, ja, Stachel. Blasen in die andere Richtung. Nee, dann mach ich den aber aus, hab ich keinen Bock drauf. Stachel! Komm, du wie! Ich muss eigentlich das Braut, ne? Ich hab da eigentlich eine Quest. Scheiße. Ich hab da Boost auf dem Feld, ja. Aber Windy Bee. Ja, und der Küken auch. Küken ist auch gut. Oh. Oh, beste Biene von Mexiko. Was willst du denn jetzt bei mir, Katze? Katze, willst du nicht bei der Ingo gehen? Nee, der Ingo hat schlechte Laune, das merkt die Katze auch. Hat auch keinen Bock, sich mal kacken zu lassen, Annika. Ne. Oh, verdammt nochmal! Oh, die hat mich voll gegen die Wand geschleudert. Vor allem ist meine Tasche voll. Oh, scheiße. Was Herr Schmidt, was ist los? Erzähl mir dein Leid. Wo ist sie hin? Ah, die ist noch hier. Kannst du ja nicht entscheiden. Soll ich jetzt weg oder nicht? Hat er nicht mehr viel. Barrecke! Nicht. Alter, wie oft lädt diese Stelle hoch? Ja, genau. Setz dich halt auf meine Belohnung drauf, du Wichs. Ohne Witz, ey. Hat sich auch auf meine gesetzt. Ich bin durchgerannt, hab's aber noch gerade so überlegt. Ich bin wieder hin. Wo ist denn die hin? Ei. Keine Ahnung. Da, da unten ist Kleefeld. Komm. Ich komm dir leider nicht hoch. Ich bin so dämlich. Na, wenn die Bee, hast du gedacht, du könntest abhauen. Aber das schaffen wir doch gar nicht mehr. Guck mal die Zeit an. Oder? So eine Einstellung. Aha, scheiße. Ja, das ist schon ist geblasen worden. Das sind die negativen Energien. Ja, nein, 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 nein. Alter, ja, Alter, genau. So schnell kann's gehen. Hier, Fräulein, wir sind wieder da. Denkst du auch nur, dass ja, du das hier... Guck doch mal, wie viel Leben die noch hat und wie viel Zeit. Ja, ja. Ach, ihr seid doch mit Kraft. Was soll ich denn hier jetzt noch? Nee. Tschö. Ich hab da vorne hinten nicht. Jeanette, komm schnell! Und das, was jetzt hier rauskommt, das zählt alles, oder was? Ja, komm. Das müsste doch dann hochzählen bei dir. Naja. Ey, zählt nicht alles? Was ist das denn für eine Kacke, ey? Alles Kacke! Welche Token? Steht da was Spezielles? Nein. Steht dir nichts Spezielles, leider. Kann ich jetzt wieder in Ruhe meine Quest machen? Danke. Nein. 30.000! Wir müssen das Küken machen. Wir müssen das Küken machen! 30 Ach, oben das meinst du? Ja. Ich muss jetzt erstmal Ladybuchse. Ladybuchse. Gute Ladybuchse. Ja. Gute Oma Schlüpper. Ladybuchse. Die seriöse Unterwäsche für die Frau ab 70. Alter. Der Stern schaut schon wieder auf. Aber du hast eine Ladybox. Wow. Ich habe keine Ladybox. Ab 70 bestimmt. Ja, gibt's ja so ganz Körperunterwäsche so. Ja, die gehen von den Knie bis unter die Ärmel hoch. Die Haare, die nie schon warm. Die Haare, glaube ich, nicht nur die Niere warm. Da hast du direkt in dem Alter auch der BH gespart, Jeanette.
wird alles eingepackt. Oh. Ey, unser Stream guckt sich doch kein Mensch an. Ist mir auch scheißegal. Aber jetzt weiß ich den Sinn dahinter, warum diese warum diese Unterbuchsen von den Knie bis unter die Ärmel gehen. Das hat einen Grund. Das hat einen Grund. Eins im Preis von zweien oder so. Was glaubst du dann, wo die zwei im Alter hängen? Die hängen dir doch dann bis zu der Kniescheibe. Deswegen muss das alles ingepackt werden. Also, ja. Patrick guckt mich gerade ganz schlimm von der Seite an. Ich glaube, dem wird gerade bewusst, wie ich im Alter aussehe. Ich wollte gerade was sagen, aber ich mir fiel gerade wieder ein. Bei den Männern ist das... Männer ist das bei denen ist dann ein bisschen Knöschel. Nee, bei den Männern ist das ganz einfach, da werden die Glocke länger wie das Seil. Ich meine... Das ist ganz normal. Das ist die Sache, bei denen geht's dann nicht zu den Knie, den geht, bei denen geht's direkt bis zum Knöchel. Ha, so in etwa. So eine Schleifspur sich hinter sich ziehen. Bilder aus meinem Kopf, ey, bitte. Ah. So manch einer hat vielleicht schon das Glockenspiel mit dem Kirchturm da verwechselt, dabei, wo es anders da geklingelt hat. Man weiß es nicht. Tschüss, Libido! Wir sehen uns in 3 Monaten. Ich würde gerne in solchen Momenten einfach mal Patricks Mimik sehen, was er dazu, ob der überhaupt reagiert, ob er auch wie Günni so die Augenbraue bis zur Decke hochzieht oder. Was ist wieder Nacht? Ja, ganz schön. Nee, die Augenbraue wächst bei dem in der Mitte gerade zusammen, so guckt der. Die Theo Weigel Gedenk-Augenbraue. Ja. Au! Bin ich jetzt gepetzt? Ah ja. Was? Gepenist? Hat Penis gesagt. Ja. Einmal durchs Gesicht, nee. Ich hab gesagt, gepetzt. Ich kenn das nur unter gepimmelt. Gepetzt. Gepetzt, so. Gepetzt oder gekniffen. Gefitscht. Was? Gefitscht. Ja, bei uns heißt das gefitscht. Ah. Janet, frag mal den Patrick, ob der weiß, was eine Pumockel ist. Was? Pumockel? Pumockel. Pumockel. Nein, Monokel. Was ist ein Monokel, Tatsi? Ein Monokel? Ein Monokel, ja. Das ist dieses Glas, was man sich vor ein Auge hält. Das weißt du? Ja. Das ist ja ekelhaft, ey. Panokel. Deine Frau wusste das nicht. Die Brille für Einäugige. Keine Ahnung. Was ein Speuer, das weiß. Brille, habe ich gesagt. Nee, also zuerst habe ich nicht Einäugige gerade gesagt. Ich habe zuerst, was habe ich denn gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Du hast als Panockel gesagt. Panockel. Pomockel und dann ja. Warum sagt man nicht dazu Einäugige Brille oder so? Ja, Brille für Einäugige. Ja. Das wäre ja viel einfacher als Monockel. Ja, aber vielleicht kommt es ja von Mono. Nein, das ist ja auch, ja. Ah ja, weil ein Auge, aber Monockel halt. Eine Linse. Stachel. Wo denn? Hose. Am Weg. Komm her, du Pangabine. Die Stacheln sind nicht mein. Ist das schon wieder verwerflich? Die böse Biene ist eine Pangabine. Ist das schon wieder? Ist das schon wieder Rassismus? Naja. Die hatten ihren Käseschnitt, die muss böse sein. Wie, der ist tätowiert, das ist ein Vollasi! Ja. Weißt du, wie teuer das Zeug, Scheißzeug ist? Boah, Sprachfehler heute. Ja. Wie scheuer das steckt an. Feuerzeug ist, wolltest du sagen? Scheuer? Ja, scheuer. Ein teures Feuerzeug? Wow. Ja. Feuer, das teuer ist, das... Wie viel hat sie dann? Ich seh's nicht.
Ach so, Level 6 Biene. Komm da nicht viel bei rum, sag ich euch gleich. 2 oder 3 eventuell. 3 ist glaube ich nicht. Ja, 2 wahrscheinlich. Was habe ich gestern noch gesagt? War schon zu viel, ich weiß es nicht. Es war Essen und Klappen und Trinken. Ich hab's gleich. Esse und klapp, trink noch. Zwei Stinger. Echt schreiben. Also ich. Weil diese, das hat sich alles angesammelt innerhalb von einer Woche oder so. Ja. Von beängstigend. Ich hab's ja gesagt, wir entwickeln uns alle zurück. Komm, alle der Pap. Das ist gar nicht wahr. Erdbeer! Erdbeerkäse. Mein Bär geht voll gesund. Biot für mich Abfall. Wurst ist Vitamine drin in Wurst. Die kennt das auch, ich werd bekloppt. Ja klar, das haben wir schon ganz lange im TS gehabt. Ah, die war so geil. Terra. Kann das nicht lesen. Oh, was ist denn das hier? Oma Papa. Arbeitet ist der das? Bei der Post? Briefträger? Ey, bei der frage ich mich aber ehrlich, ist das wirklich so gewesen? Oder ja, ich glaube, das ist wirklich so gewesen, Annika. Ich glaube, ja, die war wirklich so strunzeblöd. Ja, das kannst du nicht spielen. Ich meine, Moment, die schneiden viel. Nee, das kannst du wirklich nicht spielen. Ich habe viele Berichte gesehen von welchen, die das gemacht haben und die dann erzählt haben, wie die da rumlaufen und die Leute praktisch auch rausprovozieren, so scheiße zu sein teilweise, damit das so scheiße wirkt. Aber die schneiden sich ja auch viel zusammen, so. Der Couch gesessen hat und ihrem Sohn da Kinderschokolade gegeben hat und gesagt hat, Kinder mit Kindermilch drin, das ist total gesund. Da war vorbei. Also, ja. Ich koche immer frisch und meine Kinder kann es auch aus der Dose sein. Ja, genau. Ich gekocht und für meine Kinder darf es auch mal was aus der Dose sein. Bei den Kindern, sie hat nur eins gehabt, aber gut. Lassen wir es mal so stehen. Ich weiß halt nicht, wie viel die auch tricksen, die Sätze zusammenzuschneiden und zu machen und tun. Das aber ich glaube, die war wirklich. Hast du dir auch angesehen, so ein Gesichtsausdruck? Ja, es gibt Menschen, denen siehst du die Doofheit an. Das ist tatsächlich so. Das ist wirklich so. Ja, ich weiß, was du meinst. Das fand ich auch so geil. Ich glaube, das ist aber, glaube ich, nicht bei uns nur so, dass wir so uns zurückentwickeln. Das war irgendwie so ein Stream auch wegen der Quarantänezeit. Da hat Gronkh Monopoly gespielt und da hat Pan irgendwie versucht, irgendwie so einen Deal anzudrehen. Da hat er gemeint so, ich bin alt, aber ich bin doch kein Dumm. Und ihm ist das auch erst nicht aufgefallen und dann alle so im Chat, ich bin alt, aber doch nicht, ich bin doch kein Dumm. Ja, wir entwickeln uns alle zurück. Ja, definitiv. Irgendwann haben wir wieder Kiemen und Flossen. Lörg. Lörg. Mein Fuß eingeschlafen. No! Will nicht, dass mein Fuß einschläft, das ist eh. Tu was. Weg ihn auf! Wach auf! Wird jetzt nicht geschlafen, du Sau! Wenn ich meinen Fuß in Kaffee reinhalte, denkst du, er macht dann auf? Stimmt, versuch's mal. Gut, heißer Kaffee. Ah, hat funktioniert! Dann wibbelt er die ganze Zeit so, weißt du? Machst du den anderen Fuß auch noch, dann gehst du ab wie Roadrunner oder so. So, ich habe schon mal fertig. Jetzt gehe ich
jetzt gehe ich da. Kronbär hat direkt eine Quest für mich gehabt. Pineapple 3,3. Ich sag ja, der wird langsam auch zum Arschlochbär. Arschloch. Du Arschloch. Arschlochbär. Ah, guten Tag. Wo wollt sie denn hin? Naja, ich wollte mal gucken hier. Oben. Stimmt schon nicht. Das mit dem Blatt. Ich habe eben hier auch ein Blatt gehabt. Da kam eine Erdbeer raus. Kann immer ein bisschen leiser gehen, das stört. Stört total. Jeanette meckert. Ist ihm egal, sagt er. Kann mal kacken gehen, das kann er. Du sollst kacken gehen. War ich schon. Ich hab's nicht verstanden, die Tür zu. Ich kann mir gleich meine neuen Schuhe kaufen. Kannst du das? Ja. Bin ich mir aber noch nicht so sicher, ob du das kannst. Doch, kann ich aber. Hast du Rechnung mit bezahlt, oder ein da gibt's nicht. Oh, doch, hab ich. Die neue Schuhe. Das. Ja, jetzt wieder. Ist kein Minecraft. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell mit den Ameisen, wie die da rausspringen. Ja. Mein Gott. Ich hab 322 Tickets. Sehr gut. Mhm. Hast du die schon wieder geklaut, hm? Oh, Rasenmäher! Nacht. Nein! Kackameisen, Kackarsch. Nur 200 fliegende Ameisen töten. Quest. Ich hab ja schon 11. Ah, 20 Mal muss ich das dann machen ungefähr. Ganz 20 Mal. Oh, manchmal rausgeschossen, die Ameisen. Container voll, Geronimo! Geronimo. Wer ist denn dieser Geroni? Ja, geil, wenn ich das mal wüsste. Ich muss mal gucken, was für eine Biene vielleicht noch mal. Ach ja, füttern. Hm, ich muss ja noch. Ach, die geile Quest. Ich finde es aber frech, dass die Ameisen nicht vom Rasenmäher überfahren werden. Ich habe immer noch 100.000. Alter. Das habe ich auch schon gesagt. Ich weiß gar nicht, welche Biene ich mir zuerst holen soll mit den Tickets. Am besten die Sonnenbiene, wenn du genug hast. Ich finde die alle ein bisschen cool. Aber ich glaube auch die Sonnenbiene. Die bringt dir halt was beim Farmen am meisten. Bei Welpenbienenei finde ich auch geil. Und wenn du jetzt, sag ich mal, nach Aussehen. Ich hab ein Sterngeli, ich kann was umwandeln. Wenn du nach Aussehen gehen willst, dann hol dir halt die, die dir am besten gefällt. Aber wenn du, sag ich mal, nach Effektivität gehen willst, dann würde ich mir die Sonnenbiene holen. Aber das musst du selber wissen. Der Knie hat sich zum Beispiel die Katzenbiene geholt. Hilfe! So viele Ameisen, so viel, oh mein Gott, Tod und Verderben und überhaupt. Blöpp. Blöpp.
Oh, Zeit ist abgelaufen, Gott sei Dank. Also wie viele Flying Ants habe ich jetzt geschafft? 16 in einer Runde, okay. Na gut. Das habe ich schon jetzt fertig gemacht, die Panda-Quest. Panda-Quest? Panda-Quest. Macht was immer ein Panda-Bär macht. Quest. Anders. Nur noch 20 Millionen. Ganzig große Ameisen? Ach komm. Das ist doch gemein. 20 Skorpione. Ja, leck mich doch. Panda-Bär, du bist langsam auch immer unsympathischer. Ich mag die nicht mehr. Gaga-Bär. Jenny, sag mal was. Was soll ich denn sagen? Arschlochbär sind eigentlich alles Arschlöcher. Die nehmen einen eigentlich nur aus und geben einen so wenig nur zurück dafür, dass man die ganze Arbeit für die übernimmt. Das Könntige! Geh doch zu Netto! Großer, starker Bär? Ne, ich lass das mal so einen kleinen Imker mit seinen Pissbienen erledigen. Geil's noch so. Ja, ich komm da nicht so weit, da ist so eine Spinne und da... Ich bin ein Bär und da ist Spinne und da... Aha. Wissen. Ja, Heldenbär ist das. Gibt's nicht Bussibär? Bei denen gibt's Pussibär. Pussibär gab's, ja, das war ein Heft. Das ist Pussibär, ja. Ella. So, 3,8 Millionen Bussen pro. Bist du Bescheid? 10 Minuten. Haben wir noch, dann habe ich die 2 Stunden voll. What? 2 Stunden sind wir dann, also in 10 Minuten sind wir 2 Stunden live und ich denke, das reicht für heute. Also 2 Stunden wollte ich machen. Ja, reicht auch, sonst wird das immer zu lang. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist gar nichts passiert. Ja, ne? Ich habe eine Maus auf der Schulter sitzen. Wieso hast du eine Maus auf der Schulter sitzen? Weil ich die aus dem Robux-Profil-Shop da hatte, aus dem Avatar-Shop, die war kostenfrei. Aha. Habe ich eine Maus auf der Schulter sitzen. Eine kleine, rote, süße Maus. Mal sehen. Dann bin ich gesagt. Oh, ist die süß. Gerne. Ja, ich will die auch haben. Man muss auf deinen Roblox-Avatar gehen, da. Dann auf den Avatar-Shop und dann kannst du bei den Kategorien eingeben, kostenlos, und dann müsst die irgendwo sein. Dann kannst du. Genau so.
Ich glaube, ich mache nach dem Stream auch immer so lange. Ich bin langsam schon wieder so. Ewig werde ich heute auch nicht machen. Hier gibt es doch gar nicht kostenlos. Doch. Da gibt es ganz viele Sachen kostenlos. Also, du bist jetzt immer oben auf Avatar-Shop, ja? Bin ich. Dann komme ich, dann geht der Katalog auf. Genau, und dann gehst du, scrollst du da bei, warte mal, Kleidung, war das bei Kleidung? Bei alle Artikel ansehen. Ja. Dann müsste da so ein Filter aufkommen, Genre, bla, Ersteller, Preis. Wenn du da, kannst du auf Gratis klicken. Ach, Gratis, ja. Genau. Und dann müsstest du irgendwo gucken, die müsste irgendwo sein. Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber irgendwo ist die. War, glaube ich, auf der zweiten Seite. Genau, auf der zweiten Seite. Das ist die Alles Gute im neuen Rattenjahr. Müsste die zweite Reihe sein. Das vorletzte Ding. Ja, das ist doch von diesem Jahr dann, weil... Ja. Ne? Ja. Bei Steam war doch auch alles mit Ratten. Dann muss man sich reintheoretisch, glaube ich, nochmal neu einloggen, dass du... Also nochmal ins Spiel neu einloggen, dass das... Ist. So, habe ich noch Boost? Ne, der ist weg. Also gehe ich jetzt noch mal ein paar Marienkäfer einfangen. Aha. Ladybugs. Ladybugs, ja. Da geh doch die Treppe hoch. Annika sorgt vor, die sorgt vor. Was? Nein! Sorgt vor, die holt sich jetzt schon die ganze Ladybuchse. Genau, 30 Stück an der Zahl. Ah ja. Hallo? Das Jahr hat 356 Stück. Nee, für die, ja, für die Eier sind die nett, weil die hab ich nicht. Hm. 356 Stare im Jahr, Annika, da kannst du nicht mehr so ein, zwei das jetzt gemacht, ja. Schnell. Das ist wahrscheinlich random. Aber ich kann meinen im Anschluss mal aktivieren. Was denn? Honeystorm. Du bist ja nicht da. Doch, Moment. Ja, wenn ich meinen aktiviere, hätte ich dir schon Bescheid. Aber du bist gerade, wo du hier random warst für einen Shop. Naja, die Jenny ist immer am Shoppen. Das ist die Shopping-Jenny. Ah, ich muss hier aber gerade kurz was machen. Da kann ich jetzt nett drücken oder kann ich drücken? Was, dein Honeystorm? Ein mein Honeystorm, da warte ich. Nein, du musst warten auf mich. Hast du den gerade jetzt auch schon verpasst? Ja. Sowas. Das ist natürlich schlecht. Warte mal, ich muss kurz abladen gehen. Hm. Ah, die muss sich jetzt ausloggen, nochmal einloggen, damit die auch das Mäuschen auf der Schulter ja, hat. Ja, deswegen ja. Ah. Brauche immer noch vier Fire Ants. Und rote lange Haare habe ich mir geholt. Ja, das stimmt. Und Pixel Aim durch. Roten Haaren sehe ich aber gar nicht. Ich auch nicht. Hä? Das muss ich sehe ich auch nicht. Was ist das denn für eine Kacke? Da muss ich auch gleich nochmal hoch. Hast du dir das nur geholt oder hast du es auch ausgerüstet? Ich weiß nicht. Ich hab ein Zelt. Wenn du es so sagst, dann hast du es noch nicht ausgerüstet. Dann hast du dir das nur geholt. Nur wenn du es geholt hast, heißt das nicht, dass es ausgerüstet ist. Aber wo habe ich es? Das musst du dann, warte mal, geh mal auf dein Profil. Es ist Nacht. Ah, nicht im Nacht machen. Wenn du nee, auf dein Profil mach ich nicht. Gehst, ich hab nur gesagt, es ist Nacht, Pussy Sprout. Wenn du auf dein Profil gehst, müsstest du dann oben einfach mal auf irgendwas draufklicken. Auf dein Profil, ja? Mhm. Nee, so, oben dann ist hast nicht. Du doch dann. Info, blablabla, bla, bla, und dann steht auch dir derzeit getragen. Dann sieht man da so ein Bild von dir und dann klickst du jetzt einfach mal eines von diesen Ecken, die rechts davon sind. Klickst du jetzt einfach mal an. Hast du gemacht?
Ah. Ja, genau. Und dann müsste das jetzt, sag ich mal, das, was du angeklickt hast, jetzt erstmal in so einer großen Übersicht sein. Das brauchst du aber jetzt nicht. Dann klickst du auf dieses kleine Strichmännchen, das so einen, sag ich mal, einen Halbkreis unter seinen Füßen hat. Das? Ja. Da klickst du jetzt mal drauf und dann hast du da nämlich deine Übersicht vom Ava-Editor. Und da kannst du das, was du anziehen möchtest, musst du dann mit so einem Haken bestätigen. Ah. Wenn du das mit dem Haken bestätigt hast, dann ist das abgespeichert. Nur dann musst du dich trotzdem halt noch einmal aus- und einmal einloggen, dass das halt speichert. Ja, es ist ja sowieso gerade Nacht, also von daher. Ich komm sofort wieder. Ja. So, jetzt guck ich mal. Sieht doch schon besser aus. Ja. Ich hab's. Sehr schön. Dankeschön. Wer guckt nach dem Stachel? Ich bin an der Sprout. 1-1 hat sie noch. Rosenfeld ist schon mal kein Sprout. Da ist noch ein Sprout. Das ist überall Sprout. Ist noch eine. Ach, hier ist ja noch eine Moonsprout. Ja, hier okay, auf dem Schneckeberg ist eine 1-1. Würfel und jetzt hell und. Hier oben auf dem Kaktusfeld ist schon mal kein. Ich guck mal gerade. Ja, hier ist auch nichts. Da auf dem Kleefeld, Kleefeld, Kleefeld ist eine Stochen. Hier aber noch eine Traubenschwarte. Warte. Kommen die Stacheln immer nachts oder was? Ja. Ach, jede Nacht? Ja, also wir hatten es bis auf ein oder zwei Mal nicht, aber. Ja. Echt? Ja. Stachel. Das war ja mal ein Witz. Ja. Einer ist besser als keiner. Wollte gerade sagen. Hm? Schneckeberg. Ja, hier ist auch eine Moonsprout, Annika. Wie hat die? Wie viel hat die denn? 900.000. Ja, meine hat 1,1. Also die braucht hier länger als die da vorne. Ja, dann machen wir doch lieber die, die schneller gehen, oder? Ja, ich habe bei der schon angefangen mit 1. Ja, haben wir auch. Die hatte 1 Million. Meine hatte 1,5. Nee, die hatte eigentlich nur 900.000, die hier. Nein, Janet, ich hatte schon angefangen. Die hatte genau 1 Million. Ich bin schnell durch. Klingt das denn was, wenn ich da durch die Ups gehe? Bosch. Komm mal da aus dem Loch da raus, ja, Frosch, was soll denn das? Was macht der da? Der ist weg, ist hier Platz. Der Frosch ist geplant. Der Lurker. Was haben sie denn? Nix. Müde habe ich. Sitze, müde haben sie nicht. Oh no. Meow.
Ich muss mal zum Mixer. Mixer. Zum Mixer. Ja. In den Mixer. Was machst du dann da drin? Ich muss auch zum Mixer. Und dann, was macht ihr da drin? Rummixen. Was soll ich abholen? Was? Mixen. Aha. Nicht, was du wieder verstanden hast. Interessant. Jetzt kann ich mir meine neue Schuhe kaufen. Wieso leuchtet denn deine Biene so merkwürdig? Weil die Chandia so radioaktiviert. Neon Berry gegeben und danach habe ich ihr eine Bitter Berry gegeben und dann dadurch ist sie mutiert. Ah. Geil. So lol. Geiler Scheiß. Ja. Das und manchmal ist es dann noch so, wenn du dir einmal so eine Beere gegeben hast, ab und zu werden die nochmal so radioaktiv, dann leuchten die wieder. Alle verstrahlt. Tja. So, Reisepollen brauche ich noch. Morgen schaffe ich es dann wahrscheinlich auch endlich mal meine 35. Biene. So, ich werde jetzt erst einmal den Stream beenden. Wir haben jetzt 2 Stunden 5, das passt. Aber eben kam ja noch die Sprouts dazwischen. Ja. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zugucken, wer auch immer noch da ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und morgen Abend. Gute Nacht. Schlaf gut, ne? Morgen Abend Farm Together, weil Event und so. Das habe ich mir. Was? Ja, morgen ist Event bei Farm Together. Ich weiß jetzt aber nicht, ich glaube, irgendwas mit Earth, Erde, hatten wir, glaube ich, schon mal. Bin jetzt gerade überfragt. Aber morgen Abend ist, denke ich, ganz normaler, regulärer Eventstart. Und den wollte ich eigentlich mitnehmen. Zumindest was Event jetzt angeht. Ja. Von daher, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und dann bin ich wieder fort. Tschüss! Hallo!